Hallo, ihr lieben Portalisten. Ich heiße euch willkommen zu Portal Prelude. Da sieht man's. Und hier ist doch wieder irgendwas schiefgegangen. Hab ich so das Gefühl. Ich kann mich irren, aber sieht hier irgendwie nicht gut aus. Oh, und ein Turret spricht schon zu mir. Wie ich zu dieser Mod kam, komme, wie auch immer, erkläre ich euch gleich am besten. Ich gehe mal direkt ins Spiel rein und starte. Aha, Testkammer 0 bis 3 fängt's an. Na dann mal los. Welcome to the Aperture Science Computer-Rated Enrichment Center. We hope your brief detention and the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed and we are now ready to be... What? Seriously, what are you saying, Mike? Stop this crap, please. Hey, this is the procedure. We must read this text each time a specimen starts the test. Oh, for God's sake, stop calling her a specimen. She has a name, Mike. Okay then. Hi, Abby. How are you today? I'm Mike, and I'm going to follow you through this test. All right, that's a lot better. Don't worry, Abby. We know this test can look and feel very strange, but we're watching you. And we can help you too, but keep it secret. We're not allowed to do so. We only help if you promise us a little reward. And I'm sure you know what I mean by reward. Man, you're so gross. I think I hate you more every day. Well, sorry. I think we should start the test now. Yeah, right. Let's go, Abby. Get out of this room. Erstmal in die Optionen rein. Und zwar habe ich was vergessen. Wir machen Texteinblendung. Untertitel nur Dialog, damit ich die beiden Typen verstehe. Ich meine, ich habe jetzt alles verstanden. Ungefähr. Ha! So, wo war jetzt der Trick? Ach so, da lag der Würfel. Schon das erste Rätsel verpasst. So. Okay, you're doing well. Feel free to explore each room. At least it can't hurt you. Theoretically, no, it should not. Please note that some of these circular doors are automatic and open when you pass by it. Really? He's trying to say, don't stand here forever like an idiot. We won't open the exit door for you. Ja, also ich bin offensichtlich Abby, zwei Typen sprechen zu mir und ich wollte jetzt nochmal kurz erklären, wie ich zu Portal Prelude komme. Und zwar, normalerweise hätte ich ja behauptet, dass ich das vor Ewigkeiten mal gespielt habe und dass das nicht mehr blind ist. Das ist nämlich so ziemlich die bekannteste und vielleicht sogar beliebteste Mod für Portal 1. Aber... jetzt werden sie gleich wieder was erzählen, deshalb stoppe ich den Satz. Hier ist wieder der berühmte Fahrstuhl. Merkt euch das aber, es kommt gleich. Okay, jetzt kommt das aber. Aber dann sah ich vor einem Jahr oder anderthalb, ich weiß nicht mehr so genau, das Let's Play meines YouTube- und jetzt eher Twitch-Kollegen Sora. Und mir kam nichts bekannt vor. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kannte ich es offensichtlich wirklich nicht. Jetzt kenne ich es theoretisch, weil ich das Let's Play geguckt habe, aber ich habe mir davon nicht so viel merken können, da seid mal versichert. Allerdings, eins konnte ich mir merken oder zwei Sachen. Das Ding ist verdammt verzwickt. Also ich sag mal so, ich habe offiziell Angst. Also ich glaube nicht, dass ich hier so gut durchkomme, auch wenn ich Portal-Erfahrung habe, aber die haben hier wieder einiges rausgeholt aus dem Ding. Ah, die Portal-Gun und ich habe immer noch keinen Zoom, es ist halt nach wie vor Portal 1. Ja, die Sache ist die, ich glaube, es hat so einiges an Physik-Spielchen und Rätseln. Ich bin ja der, der an Portal immer lieber logisch rangehen will, aber man muss, glaube ich, an einigen Stellen auch vielleicht ein bisschen Akrobatik beweisen und so. Und es ist teilweise sehr verwinkelt, also es wird so labyrinthartig. Und das sind so die zwei Sachen, die mich sehr verzweifeln lassen. Das kann ich schon mal versprechen. So. Hi again, Abby. Mike talking.
Dude, she knows it's you. We talked with her 2 minutes ago. I know, but the procedure states that we must introduce ourselves at the beginning of each test chamber. Okay then, welcome to the first test chamber. Your goal is located in the middle of the room. Ah, hier kommt wieder so ein Autoportal. Ich schnapp mir die mal. This thing is an Aperture Science handheld portal device. A portal gun, if you prefer. Yes, but this is not a gun. In fact, this is not even a weapon. It allows you to create dimensional portals and that sort of thing. Be advised that this version of the device is not fully upgraded. You will only be able to create orange portals. Handle it with care, please. We won't take any responsibilities if you get killed stupidly while using it. Also, eine Sache steht fest. Oh, ich komme ja hier schon wieder raus. Wenn ich dieses Let's Play ausstarte. Ah! Ah, das fängt ja gut an. Ah. So. Das hätte man offensichtlich alles hier sehen können, denn ich stand direkt daneben. Was wollte ich sagen? Wenn ich dieses Let's Play ausstrahle, dann habe ich zumindest, denke ich mal, die Mod vielleicht so zur Hälfte durch und einigermaßen geschafft. Denn ich will nicht riskieren, dass ich hier nach Folge 3 völlig verzweifelt bin und nichts mehr reißen kann. Danach sieht es aber jetzt schon komplett aus. Hilfe! Okay, also ich kann das orangene Portal schießen und sie wollten, dass ich darüber gehe. So einfach ist das. Aber ich hätte erstmal hier rausgemusst. Also so ist ja nicht. Und ich kann Rache üben für diese Gemeinheit. Hey Mann, what's the difference between orange and blue portals anyway? Now that's a good question. Besides the fact that one is blue and the other one orange, I have absolutely no idea. So. Es ist zwar so ein bisschen die Basis, die einem hier nochmal erklärt wird, aber man merkt, dass es... Aua, steht da als Untertitel. Man merkt, dass es doch schon fortgeschritten ist, also dass sie einen hier gleich in so eine fiese Falle reinlocken. Und ich natürlich drauf reinfalle, naja. Aber immerhin nicht gestorben. So, wo ist denn jetzt gerade blau hin? Hä? Was geht denn hier ab? Das ist doch nicht euer Ernst. Komme ich jetzt nicht darüber? Mein Gegenportal fehlt. Mann! Hä? Oder kam ich von da drüben? Ich check's schon jetzt nicht mehr. Hätte ich einfach nur hier durchgemusst. Oh Mann. Okay. Test chamber number 2. It's coffee time. We're taking a break. Do what you have to do. And do it alone. Man merkt auf jeden Fall schon, dass das hier sehr professionell gemacht ist. Ich meine, es ist ja nur eine Mod. Mal sehen, wo ich rauskomme. Das weiß man halt vorher immer nicht. Oder? Da oben irgendwo? Eher irgendwo unten. Ich glaube, das schließt... Oh, da habe ich mich sehen können. Genau, von hier komme ich und... Na, jetzt geht's schon los. Da muss ich eventuell nochmal abspringen. Moment mal, ist ja Kopf rum, oder? Das ist die Decke, okay. Ah, ich ahne, was hier kommt. Hier kommt die Sache, die mir Kollege Sora erklärt hat. Obwohl, nee, da kann ich nicht stehen. Man soll sich ducken. Oh! Ja, tatsächlich. Dann ist man kleiner und kommt hier auf den Vorsprung. Na, Wahnsinn. Also, das sind hier schon Feinheiten, ne? Die muss man einfach wissen. Ey! Nochmal, ey. Okay, das hätte ich normalerweise schon gar nicht verstanden. Wenn ich keine Untertitel gehabt hätte.
Aha, jetzt muss ich da mit Schwung ro- What? Ach, je. Moment mal. Oh, okay, jetzt springe ich da rein und wenn ich aus Orange rauskomme, schieße ich gleich Orange auf den Boden. Ja. So läuft das höchstwahrscheinlich. Oder ich schwinge einfach hier, ne? Ist vielleicht einfacher. Also Blau ist ja unveränderlich. Insofern... Ach, je. Okay. Oh, ist ja wieder typisch. Ja, da geht's schon los. Also das Rätsel habe ich jetzt von der Logik her verstanden. Oh, aber ich kann es nicht ausführen. Toll, ne? So, ich mache extra noch einen Hüpfer. Jetzt probiere ich mal, ob es zur Seite lenken, ob das mehr hilft. Oh, ja, okay. Das ist mir auch in Portal 2 lieber. Da funktioniert das irgendwie zuverlässiger, als irgendwie nach vorne zu gucken. So, jetzt schwingen wir da raus und wieder mit ducken. So, das ist nämlich immer die Fiesigkeit mit Mods. Da holen die dann alles Mögliche raus, was man als geübter Spieler können sollte. Und ich kann mich halt vielleicht als erfahrener Spieler bezeichnen. Now that you know how to use your portal gun, we'll give you a brand new version in this room. Be sure not to miss it. Ich kann mich als erfahrener Spieler vielleicht betrachten, aber nicht als geübter Spieler. Das ist das große Problem. So, hier ist ein Grill. Das heißt, ich kann hier nicht einfach ein Portal vorbereiten. Das verschwindet. Aber er sprach ja von der anderen Gun, genau. Nein, ich lasse die Kameras dran. Moment mal, wo ist denn überhaupt... Oh. Ach, je. Wo ist Blau? Ich habe kein Gegenportal. Ich gehe davon aus, dass sie mich nicht in eine Falle locken, aus der ich nicht mehr rauskomme. Ich mache da mein Orangenes. Ha. Moment. What? Ist das scheint hier? Was soll denn der Scheiß? Okay, dann soll ich einfach nur springen. Huh! Warum nicht gleich so? Alright. Your portal gun is now fully operational. You can create a blue portal and an orange one at the same time. We're not going to explain you how it works. Try it yourself. At the same time bezweifle ich, wenn ich jetzt beide Tasten gleichzeitig drücke? Dann hat nur eins funktioniert. Ja, es ist natürlich parallel gemeint. So. Wie machen wir es jetzt? Jetzt muss ich da wieder hoch und habe natürlich diese Möglichkeit. So. Ja, also die Flugfertigkeiten in Portal 1, die sind noch nicht so prall wie in Portal 2, sage ich mal. Deswegen. Da werde ich noch häufiger in der Luft irgendwie lenken und versuchen, irgendwo hinzukommen und es klappt einfach nicht. So. Oh. Da fährt was. Okay. Soll mir denn das helfen? Ich bin auf jeden Fall auf Ebene 2 und will auf Ebene 3. Das könnte irgendwie schwer werden. Hä? Was ist, wenn ich hier angekommen wäre? Fährt dann auch was? Auf Ebene 1? Nein. So, Moment mal. Ich kann jetzt ja praktisch... Naja, doch, kann ich schon noch. Aus der Höhe noch irgendwie runterfallen. Oh, Mann. Beziehungsweise ich könnte mal hier hin. Ja, da geht es nämlich schon wieder los. So, jetzt praktisch hier ein Portal schießen. Ja, aber das geht halt nicht. Also wenn ich da ankommen würde, auf dem kleinen Sims, dann würde das gehen. Aber das ist ja überhaupt nicht die Höhe. Das... Also es ist ja wohl die Höhe, wollte ich sagen. Da muss ich schon hier rauskommen. So weit oben wie möglich. Jetzt mache ich einen Hüpfer. Und dann ducke ich mich. Und dann mache ich das so weit rechts wie möglich, damit ich vielleicht auf dem kleinen Vorsprung ankomme. Und dann schaffe ich es hoffentlich, den Mini-Hüpfer da hochzumachen. Wünscht mir Glück. Und ducken.
nicht mal ansatzweise. Ich denke schon die ganze Zeit über so fiese Tricks nach, dass man sich hier nochmal abstößt mit dem Füßchen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wäre schön, wenn hier irgendwie mal was angewinkelt wäre. War hier noch was? Zum Drücken? Remember that you can crouch in midair while jumping. That's right. It sounds awkward. But it really allows you to fly further. Just try it and keep in mind that it could save your life later. Ja, okay, da wäre jetzt der Hinweis gekommen. Ich meine, warum ist das hier nach vorne gefahren, ist doch die große Frage. Das ändert doch gar nichts. Wobei, jetzt bin ich tatsächlich... Naja, ich bin auf der Ebene angekommen, aber das ist doch viel zu weit, das obere. Ach so, Moment. Dadurch, dass ich jetzt von hier springe und nicht senkrecht runterfalle, habe ich dann einen Drall nach oben, der mir allerdings auch nicht viel hilft, weil da ja Decke ist. Verrückt. Oh, zu weit gesprungen. Mann. So, da bin ich. Aber wieder nur von hinten. Wahrscheinlich muss man auch noch nach oben gucken. Ja, tatsächlich. Guck einer an. Keine Ahnung, wie das jetzt geklappt hat und warum. Ich habe verschiedene Theorien. Also entweder nach oben gucken oder so ein bisschen schräg eintreten. Aber ich glaube, nach oben gucken ist jetzt die sinnvollere Theorie, weil so wie ich gerade da runter bin, kann ich ja nicht besonders schräg reingekommen sein. Oh Mann. Ja. Es war also nur eine Ablenkung. Oh, die Kacheln hier sehen schön aus. Wie das so reflektiert. Okay, ich sollte am besten gucken, wo ich langlaufe. Kann ich das aufnehmen? Kann ich das umschmeißen? Oh, ich kann es schieben. Oh, wehe, das ist noch relevant. Welcome to the test chamber. Mike talking, again and again. And Eric too, but not for long. Oh, why? Are you going somewhere? Yes, for a couple of minutes. Basically, I'm going somewhere you don't have to know about. Oh, I see. For a minute, I imagined you while you were... Enough, please. I'll be right back. Mike und Eric, oder ich könnte sie auch Waldorf und Stella nennen. Ey! Das war ja schon mal nix. Was passiert denn hier? Schon wieder so eine kaputte Kammer. Das erleben wir ja nicht zum ersten Mal. Okay. Passiert das vielleicht nochmal? Hier irgendwo? So, tatsächlich. Hey, please, do not destroy the test environment. These things cost money, and I don't want to be held responsible for it. Jetzt mache ich es mir mal ein bisschen kürzer hier. Jetzt muss ich die Ecken testen. Okay, hier passiert nichts. Den könnte ich noch zu Fall bringen. Wie schaut's hier aus? Nicht, dass ich dann irgendwas machen will und dann klappt das nicht, weil ich hier ständig irgendwo absacke. Okay. Da zeigt der Pfeil dezent nach oben. Das heißt, ich muss... Ach, guck mal. Aus der Höhe komme ich... Ja, Moment, das schaffe ich doch ab, oder? Schaffe ich das? Ja, das schaffe ich. Und zwar, naja, ist mit dem Sprung verbunden. Ich würde jetzt da eintreten. Weiß nicht, hier so rauskommen. Und dann blau wieder nach unten setzen. Ich muss auf jeden Fall da hinten mit mehr Schwung hochkommen als diese Höhe. Also von da springen... So ein Quatsch, das geht ja auch. Da könnte ich mir allerdings erstmal orange dahin machen. So.
Probieren wir das mal aus. Jetzt komme ich aus Blau vielleicht mal so raus. Also der alte No-Elements-Trick, ja? Ich komme jetzt aus Blau raus, setze Blau auf den Boden. Dann muss ich allerdings, wenn ich hier aus Orange rauskomme, Blau wieder dahin umsetzen. Sonst stoße ich mir direkt wieder an der Decke den Kopf. So, also der Schwung reicht nicht, aber ich habe ja viel mehr Schwung. So, probieren wir es mal. Und... Oh, was? Ich habe mir jetzt schon den Kopf gestoßen. Was war passiert? Okay, aber es reicht. Es hat sich komisch angefühlt, aber... Hier reicht's. Zu der Seite. Okay. Ah ja. Talk to me. Ah nee, im Fahrstuhl machen sie das ja normalerweise nicht. Da wurde ja sogar der Dialog vorher abgebrochen. So. Hey, are you already in the fifth test chamber? I can't see you anymore. Ah yes, you're there. I think I missed the end of the last test. I need to focus a bit more on the situation. Anyway, good luck in this room. Okay, 5 von 19. Ich glaube, 19 waren es auch, also 19 offizielle waren es auch in Portal, ne? So, schwingen, fallen, nicht Wasser trinken, also Wasser nicht trinken, so rum und möglichst auch nicht reinspringen. Ach, hey, ich glaube, hier wurde es schon richtig scheiße. Oh, aber die Musik ist cool. Ich hoffe, ihr könnt gut was davon hören. Ich habe es für meine Verhältnisse relativ laut auf den Ohren. Aber in meiner Testaufnahme kam es schon ganz gut raus. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich mal wissen möchte, was da oben ist. Eigentlich nichts. Ich werde da jetzt mal das Austrittsportal hin... Will ich da hoch? Auf jeden Fall will ich da erstmal ankommen. Ah, noch nicht mal das hat funktioniert, siehst du mal. Jetzt ist Blau schon sehr nah dran. Kann ich da rüber hüpfen? Nee, auch nicht, aber ich kann da ein Portal schaffen. So, So, ich schätze mal, ich will erstmal darüber fliegen. Deswegen jetzt mal mit Schwung in den Boden rein. Reicht hoffentlich, ohne da zu krepieren. So, ups. Jawohl. Aha. Ja, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich habe hier nichts Weißes. Da oben will ich raus. Jetzt ist die Frage, schaffe ich es bis zur Fläche oder muss ich hier in die Wand reinspringen? Per Portal. Ich versuch's mit der Fläche. Ah, okay. Bleh. So, von da unten hatte ich geschossen. Hier zeigt auch der Pfeil nach oben. Und... Ah ja, das war die Klappe, die unten... von unten zu sehen war und noch zu ist. Okay, die mache ich hier auf. Ja, es tickt schön. Ah je. Was will ich denn? Ich ahne was. Ich muss jetzt... Oh, der Timer ist erstmal großzügig lang. Man muss aber so einiges in einem Stück schaffen, würde ich sagen. Also ich gehe jetzt hier runter. Jetzt kann ich es mal erklären. Also blind erklären. Ich gehe hier runter, stehe auf dem Türmchen drauf. Mach das Austrittsportal da oben hin, ohne dass ich gleich reinfalle. Schwinge runter, komme hier hoch. Und wenn ich, bevor ich wieder runterkomme, setze ich auf der Fläche. Obwohl. Ach ja, genau. Hm. Ich setze auf der Fläche das Portal. Und das Ganze kann ich natürlich nicht vorbereiten, weil ich vorher durch den Grill laufe. So. Also. Dann probieren wir das mal. Ich hoffe, das geht mit Stehenbleiben hier. Also da trete ich ein. Da komme ich raus. Jetzt muss man nur wissen, welches Portal man schießt. Und zu... Was? Was? Ach, das ist alles immer so krumm und schief. Wo ist denn hier oben? Ich glaube, ich habe schon sehr viel mehr an Schwung verloren irgendwie. Okay, wir befinden uns in der Orientierungsphase. Leider bin ich jetzt wieder unten. Ach, nee. Gut, aber ist ja schnell wieder hergestellt. Mir fiel gerade ein, ob ich vielleicht gleich hier oben eine Verbindung haben will, aber das kriege ich nicht hin.
muss jetzt hier eintreten. So, also nochmal, wenn ich da unten... Ich mache ja immer blau als Austrittsportal, also ich werde mir hier oben aufs Türmchen blau hinsetzen. Das heißt, ich muss, wenn ich hier hochgekommen bin, da orange hinschießen. Das größere Problem wird sein, sich zu orientieren. Aber okay, mein Problem. So. Also orange oben hin. Da ist es. Oh, okay. Und nochmal, oder was? Nee. Oh, ja. Wobei. Das hätte ich auch anders geschafft, oder? Mit der Fläche. Ja, da hätte ich nur irgendwo runtergemusst. Wo will ich denn eigentlich hin? Oh, da läuft einer. Bist du Mike oder Eric? Was mache ich denn hier? Hä? Hallo? Ach, hier. Ach, nö. Ach, scheiße. Verdammt. Okay, das erklärt die Sache mit dem Timer. Ich muss dann hier nochmal schwingen. Also ich muss diese Luke mehrfach nutzen. Beziehungsweise, das würde doch reichen, wenn ich hier stehe, dahin schieße und hier nochmal runterfalle, oder? Oder ich soll halt hier hoch und dann irgendwie diesen machen und dann schnell so und so. Muss man sich ganz schön beeilen und dann da zur Seite lenken. Also wenn ich von hier unten schieße, kann ich natürlich nicht das optimal an die Seite legen. Das müsste ich mindestens noch einmal korrigieren. Oh je, okay. Also runter hier. Nummer 1 und orange oben hin. Und hoch. Und ganz hoch. Und hier komme ich wieder raus und runterspringen. Oh! Alright, your progress is spectacular. Be careful, because the next chamber is, well, tricky. Ja, die war es ja zum Glück nicht, ne? So, es gibt einen Würfel, ich darf nicht ins Wasser springen, ist auch nicht trinken und ich sollte nicht zerquetscht werden nach Möglichkeit. Walls activated. Good luck down there. What? Was? Huh? Boah. Uhuhu. Still alive. Das war ganz schön stressig. Hey, noch nicht einmal gestorben, oder? Hey, Abby. Do you know that 30% of our test subjects die in the previous room? I'm sure that makes you feel happier. Und ein bisschen stolz. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich in der vorigen... ich wollte gerade sagen, ich hatte gehofft, dass ich in der vorigen Kammer schon eine chillige Abmod machen kann. Ich kann da gar nicht hingucken. ich mache sie jetzt. Es wird nicht leiser. Ich höre es immer noch genauso laut. Und es wird auch nicht weniger tödlich, aber es wird erst in der nächsten Folge was werden. Denn ich sage erstmal auf
Wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.